Ne? Willkommen. Kreis der zwei mit Kies und mir. Ich hoffe, ihr lebt alle noch. Ich hoffe, ihr habt den letzten Part überstanden, ohne unter den Tisch zu liegen. Ich hoffe, ihr habt keine bleibenden Schäden davon getragen. Ne? Der heutige Part kann nur schlimmer werden. Ich hoffe noch, wie gesagt, ich hoffe, ihr lebt alle noch. Ihr habt nicht den Glauben in die Menschheit verloren, so wie manch andere. Ja, ich hab den Völkern verloren. Also ich. Was gibt es denn hier? Viel, danke. Ja, ich gehe nochmal weiter. Tschüss. Ach, Speicherpunkt, ist ja immer schön, dass ich das finde. Hab im letzten Gebiet versucht zu finden, aber gab's nicht. Sag mal, Was heißen ja wir? Du hast ihn höchstens gesucht. Ich war mit Unterhalten beschäftigt. Ach so. Weil die mich unterhalten. Was ist ein auf Stand-Up-Comedian oder was? Nee, da muss ich schon mit besserem Wissen in die Ecke kommen. Ich dachte, du sagst, da muss ich ja für stehen, weißt du? Oh Gott. Ja, Leute. Ich hoffe, nächstes Mal, wenn ihr einen Eiswürfel aus eurer Gefriertruhe holt, dass ihr ein bisschen besser aufpasst. Ja. Weil da könnt ihr euch irgendwo stecken bleiben und das wollt ihr. Sollt ihr sofort zum Arzt gehen, wenn er nicht mehr rauskommt? So, ich gebe euch 2 Tage, dann wird's eng. Also, wenn der nach 2 Tagen immer noch nicht raus ist, dann muss ich euch Gedanken machen, wo er abgeblieben ist. Könnte ja zwischen der Luftröhre und der Speiseröhre stecken sein. Wenn euch eure Arzt dann komisch anguckt, das hat nichts zu bedeuten. Das hat absolut nichts zu bedeuten. Ich werde gerade angegriffen worden. Was? Ich werde angeknurrt. Von wem? Von München hier. Achso. Tja, falls ihr euch wundert, was los ist, und ihr die letzten Part übersprungen habt, schämt euch dann guckt zurück. Okay. Besser brav. Ich bin am Saufen und. Das war's. Also. Alles kann man die Witze nicht ertragen. Das ist. Du solltest ja auch lachen! Tja, ich brauch halt Stoff zum Lachen. Ja, hab ich dir doch Massen auf die gegeben. Sorry, ich musste gerade nachschenken. Das ist wichtig. Mit die der beiden Luft ist aus dem Glas. Glas. So. Möchtest du uns ein neues Thema vorschlagen? Wir reden immer über Musik, aber es ist langsam irgendwann langweilig. Hatten wir das nicht schon? Ich hatte gerade eben gesagt, bei mir reden wir über Musik. Hast du was Neues? Wir können über zukünftige Projekte meinetwegen auch reden. Was weiß ich? Ja, fangen wir mal von deinem Kanal an. Ich glaube, das ist interessanter. Ich? Ja. Du bist interessant. Oh, Ladies first, komm. Nein. Fang an. Ja, dann fang an. Du Mädchen. Du bist doch ein Mädel. Das soll ich jetzt wieder hören. Ich habe eine Menge geplant. Weiß man das immer noch nicht. Aber erstmal. Ich könnte auch in diesem komischen Dialekt zu reden. Erstmal werde ich. Fangen wir nächste Woche definitiv mit. Tetra Symphonia an. Yay, freu ich mich voll. Ich erzähl schon die Tage, ich kann es kaum erwarten, das ist eigentlich aufzunehmen. Also ich habe mir das Spiel auch gekauft, ne? Also ich bin sowas von geil auf das Spiel, also schaut's euch an, Link zu Kisumiros Kanal ist in der Videobeschreibung, lohnt sich. Wie immer. Bin ich Dauergast und geil. Ja, also das zweite ist ja immer. Also müsst ihr jetzt überhaupt nicht wundern. wie gesagt, das wird aber nicht sofort hochgeladen, also das dauert. Weil ich habe jetzt noch, ich glaube, zwei Parts, glaube ich, noch von Final Fantasy, muss ich noch zusammenschneiden. Und dann. Da bin ich übrigens auch Dauergast, ne? Also Final Fantasy 10-2. Na, ich glaube, so in 2 Wochen wird dann Symphonia dann noch erscheinen. Ähm.
Nach Tales of Symphonia kommt endlich und der letzte Teil von 13. Ich freue mich schon, dass ich dann diese Saga endlich abgeschlossen habe. Ja, Lightning Returns kenne ich auch noch nicht, da bin ich voll gespannt. Ich auch nicht, ich kenne den Anfang, das reicht. Ich werde wahrscheinlich bei dir eher blind angucken, als dass ich das selbst damals schon gereicht. Hat mir damals absolut gereicht, der Anfang. Ja, du, ich kenne nur den, das Intro, aber auch nur, weil ich das bei der Boom, da habe ich eine Rolle bei ihrem Dub gesprochen. Ja, ich kenne auch nur den Anfang. Spoiler. Ja, ich kenne auch nur den Anfang, deswegen ist es nicht so. Stört mich das nicht. Ja, voll, sie hat mich ja reingelegt, sie hat mir gesagt so, ja, möchtest du den Trailer synchronisieren? So, ja, klar, gerne. Ja, aber mit Trailer hat sie eher das Intro gemeint. Ne? So, ja, das habe ich dann erst hinterher gemerkt. Ne? So, super. Nee. Aber hey, komm, die Demo, die ihr direkt instant danach spielt, habe ich auch schon gespielt, ne? Von daher. So, im Sommer, ja, wir sind schon im Sommer, kommt, Was auf heiß eins, hier? Kommt ein Spiel raus, was ich wahnsinnig, was ich kaum erwarten kann. Ist Attack on Titan. Ich warte auf den Tag, dass es endlich rauskommt. Oh ja. Ich kann es echt kaum erwarten. Guckt euch diesen, wenn ihr immer noch nicht angeguckt habt, es gibt, glaube ich, es gibt mehrere Trailer von dem Spiel und es ist obergeil. Den letzten, den wir beide gesehen haben, weil ich habe ihn ja auch gezeigt, der ist so geil. Also ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich hier Spoiler oder so, also ich glaube, es kennt glaube ich jeder auf dieser Welt diesen Anime, wenn nicht, dann Spoiler, und wenn nicht, dann geht's jetzt weiter. Habt doch Pech. Wir wissen ja alle, dass Eren sich ein Titanwandler ist und die spielen das dann halt hoch und er verwandelt sich dann halt in seinen Titan und dann gibt's so eine wunderschöne Kamerafahrt dann auf den auf diese Mauer und dann kommt halt dieser ganz große Titan zum Vorstein. Ich könnte jetzt sagen, wer es ist, aber ich weiß nicht, ob er den Manga liest. Obwohl. Also ich habe mich freiwillig spoilern lassen. Das sag ich jetzt ganz offen. Hat man den nicht? Nee, hat man. Nein, hat man nicht! In der ersten Staffel kam es noch nicht vor. Na, du hast mir ja freiwillig gespoilert. Ich hab's dir ja erlaubt. Ich sag's euch gleich, Leute, ihr braucht jemanden so wie mich, der erstens den Manga gelesen hat und zweitens ein bisschen denken kann. Die Kombination ist schwierig. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass du gut bist oder so, ich wollte einfach nur sagen, dass ihr jemanden braucht, der halt, ohne dich anzugreifen, der halt das schnell verstehen kann, der, weiß nicht, der irgendwelche Zusammenhänge halt schneller kennt. Das kann nicht jeder, das weiß ich, und das ist auch überhaupt kein Thema. Aber so jemanden braucht ihr, weil sonst versteht ihr den ganzen Zusammenhang nicht. Ja, weil sonst denkt ihr immer noch, dass das Eiswürfel stecken bleiben, ne? Weil ich wusste nach den ersten paar Folgen, wer der Riesentitan ist. Ich wusste, wer, logischerweise, wenn du weißt, wer der Riesentitan ist, dann weißt du auch, wer der Metallen zum Beispiel ist. Das weißt du, weil das ist logisch. Weißt du? Es war auch logisch, wer der weibliche Titan ist, weil es gibt nur eine, die blond ist und auch noch so scheiße ähnlich aussieht. Also es tut mir leid, also das war sowas von oberoffensichtlich, also da hätten sie, obwohl, von den Männern wurde es immer noch als Kerl abgestempelt, ich wusste es auch nicht. Ja, reif's mir rein, dass ich's nicht erkannt hab. So nur am Inhaben. Ich bin, was das angeht, sehr langsam. Ich guck's halt einfach, ne, aber ich beschaff mich dann eher hinterher mit der Serie. Nee, ich habe ja ein anderes Problem. Ich will das sofort wissen. Bei mir rattert das dann gleich immer nicht. Ich überlege dann gleich, ja, woher kennst du, hast du das Gesicht schon mal gesehen? Kennst du das irgendwo her? Macht es Sinn, den jetzt einzuprogrammieren? Ich denke halt wahnsinnig viel. Es ist halt. Es war noch nie meine
mein Problem, das wird es auch niemals sein, weil... denkende Menschen sind toll. So. Sollten mehr Menschen machen. Warum kann man solche komischen hoch? Menschen, wo irgendwelche Eiswürfel irgendwo stecken bleiben, es tut mir leid. Also ganz ehrlich. Also da ist echt Hopfen und Malz verloren da. Da ist empty, also das ist schon Notschlachtung Gefahr. Meine Freundin hat kein Ding da und ich mach mir echt so. Da frage ich mich so, ganz ehrlich, ich meine, selbst in der Schule gibt's ja die Aufklärung. Oh, Schwarzquarz. Du bist es immer noch mal. Ich habe meine Freundin gefragt und sie hat mich komisch angeguckt. Komisch. Also zumindest sie hat Ahnung, weißt du? Ich würde den Typen so komisch angucken, nach dem Motto, hast du nicht mal alle Latten am Zaun, ey. Hast du die letzten Jahre irgendwie im Busch gelebt oder was? Ja, die ganzen neuen Items, die werden wir am Anfang des nächsten Partes uns anschauen. Ich sammle die Sachen erstmal ein bisschen. Ja, ich weiß, Rose stirbt gerade, aber ich finde den Typen eh scheiße. Was? Ja. Elena, muss man da noch was sagen? Wer ist Millenia? Dann ja. Dann ja. Aber sonst. Guck mal, kriegst du sogar Flamestone. So, griff ich mir das noch ab hier. Ich hasse verwinkelte Gassen. Ach ja, wir waren ja noch bei Sachen, die auf unseren Kanälen kochen. Hast du noch was oder bist du schon fertig? Ja, also wenn dann noch Final Fantasy 15 im Sommer. Das ist erstmal mein Plan, weil das wird wahnsinnig lange dauern. Puh, das ist ein Rollenspiel, natürlich. Da kann man sich auf einige Stunden freuen. Ich rede auch von Symphonia zum Beispiel, weil ich liebe Symphonia. Also ich möchte das wirklich so detailreich machen, wie ich es kann. Deswegen wird das sehr lange dauern. Ich weiß es noch nicht, aber vielleicht spreche ich das parallel mit dir. Oder nicht, mal schauen. Ich habe da so zwei Kandidaten, aber dazu komme ich gleich, wenn ich dran bin. Also jetzt. Ach so, okay, ja, ich habe schon gefragt, wann die peinliche Stille aufhört. Ja, ich habe natürlich auch Sachen geplant. Ne? Also Final Fantasy 4 ist fast fertig. Danach kommt der RTS, der direkte Nachfolger. Danach habe ich geplant. Elfte? Was? Der Elfte? Nee, ich habe bei der Elften verstanden. Also der Elfte, yes, die Jahre. Oh, ich wollte sagen, der 11. Ja, der kommt gleich direkt nach dem 4. Direkt, der kam gleich danach. Das ist ja der Story-Nachfolger, ne? Das ist richtig. danach, also, was heißt danach? Wahrscheinlich eher zeitgleich. Wie komm ich da hin, Mensch? Wir haben uns ausgeschlossen. Also, Evoland 2 ist ja auch fast fertig. Danach, wenn das fertig ist, kommt entweder... Binary Domain oder Tales of Symphonia, aber halt solo mit mir und im Together dann quasi auf Kizumios Kanal, ne? Also habt ihr die Wahl, ob nur mit mir oder mit ihr, wobei ich das mit ihr vorziehen würde, denn muss man dann so noch was sagen. Und ja, dann ist bisher noch nichts weiteres geplant, denn die restlichen Sachen gehen noch ein Stückchen. Aber wie lasst das euch wissen? Info-Video. Einfach gucken. Ich habe fertig. Okay. Ich habe auch noch mehr geplant, aber das wäre jetzt schwachsinnig, dass das über die Jahre, was ich jetzt so geplant habe. Logischerweise, wenn ich den ersten Symphonieteil, oder eher gesagt, den ersten
Tales-Teil mache, ist logischerweise die Konsequenz dadurch, dass ich auch noch mehrere Teile spiele. Ich weiß, dass das andere machen. Ich mache es auf jeden Fall so, also wenn spiele ich die Reihe durch. Ja, na, ich kann jetzt nicht alles spielen. Ich habe schon mal gesagt, alle Teile von Tales zu haben, ist ein Weltwunder. Das ist, ich beneide jeden, au! Der, ich wollte gerade sagen, die gehen doch von alleine kaputt. Das meine ich. Warum macht man so kaputt? Muss ich schon sehr boxen. Ah, sie tun weh. Deswegen sollte man nicht so nah rangehen. Ach, guck mal, nur beim Wachsen tut's weh. Kennen wir das nicht alle? Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt und geil auf deine Projekte, also... Wie gesagt, die 15 werden die Schwärmerei der Mädels schlechthin werden. Aber das überlebe ich. Was? Ja, FF15, hast du ja erzählt, es wird eine Schwärmerei der Mädels werden. Es wird das Gesabber-Konzert. Es wird das geilste Fantasy-Spiel für Weib, also garantiere ich euch, ey. Also wenn euch bei den Typen, also es gibt ja durch die Bank. Bro, das tut mir leid. Nur Typen. Also wenn euch da keiner gefällt, ne, dann habt ihr entweder Geschmacksverirrung oder gehört einfach nicht hin. Oder ihr seid schwul. Schusst euch aus. Ich hoffe, wir sind alle schwul. Also ich bin schwul und Haru ist schwul und mein Bruder auch, das passt schon. Ich bin nicht schwul, ich bin hetero, aber ja, ne? Wie gut, dass das jetzt egal war! Jetzt ein Weiber angesprochen, die ja so rumfliegen. Noch nicht. Was? Die fliegen? Fliegende Mädels, wow. Warum hab ich keine? Tja. Möchtest du noch was sagen? Meldet euch, ne, Mädels, ne? Ich meine, mein Hörer ist offen. Ey, wie gesagt, also es gibt da mindestens 6 Typen. Also wenn euch da keiner gefällt, dann tut's mir leid. Also dann habt ihr in dem Spiel echt nichts zu suchen. Ja. Also wenn euch der Hero schon nicht gefällt, dann habt ihr sowieso Geschmacksverirrung. Also beim besten Willen nicht. Also es ist jetzt unabhängig, ob ihr jetzt nun, normal seid oder nicht. Also ich habe auch genug Männer gehört, die finden den Typen sowieso geil. Weil ich finde die Aufmachen total cool, wie die halt. Ich finde, die sehen alle irgendwie so emo-mäßig aus. Ja, du mich auch. Aber hieß es nicht, dass der Hero ja, irgendwie der Bruder von Cloud sein soll? Oder irgendwie Zeng oder sowas? Klar, die Ähnlichkeit ist verblüffend. War mal Gerücht gewesen. Augen mit den schwarzen Haare gesehen? Also die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ja gut, die Haarfarbe muss ja nicht identisch sein, kann ja sein, dass sie gefärbt hat oder so. Aber es war mal ein Gerücht gewesen, dass er irgendwie Familien angehörig sein sollte oder sowas. Irgendwie so. So Erblinienmäßig. Das ist Cloud Strife sein Ur-Enkel oder so. Ist das überhaupt dieselbe Welt? Weiß ich gar nicht, glaub nicht, ne? Nee, nicht mal ein Ansatz. Davor mal habt, dass Final Fantasy 7 in Kapiteln rauskommen soll. Ach komm, hör mir mal das Scheiß auf, ey. Wahrscheinlich hast du nicht mal eine Oberwelt, so mit Weltkarte und Schokobo reißen, sondern du portest dich nur, indem du die Kapitel kaufst, ey. Ja, ein Schokobo hast du ja auf dem Nutzen. Kannst du was wow. Auch. Wahrscheinlich werden die Hälfte der Minispiele sowieso ausgeaddiert, ey. Aber sie müssen mal das Dating-System so komplett synchronisieren. Bin ich mal gespannt. Das was? Das Dating-System, also allgemein. So. Auch Gespräche, die irgendwie... unnütz sind. Ja, halt so. Sie wollen auf jeden Fall die Minispiele in Gold's House auch noch drin lassen. Also zumindest haben die von der Streicher nicht geredet. Ich weiß nicht, ob ihr alle Witcher 3 gespielt habt. Ich hoffe es für euch. Wenn nicht, dann habt ihr das letzte Jahr irgendwie verpasst. Also für mich nach wie vor noch das beste Spiel, was den Fantasy-Bereich betrifft. Definitiv, ganz oben. Ihr kennt auch schon die Weltkarte davon. Die ist wahnsinnig, wahnsinnig groß. Ich habe ewig gebraucht. Davon ab, dass ich Witcher sowieso genossen habe, aber ich habe ewig für diese beschissene Karte gebraucht.
wahnsinnig groß ist die. Die noch mit Set-Ons erweitert wird und so, ne? Ich hab die gefeiert. Wie gesagt, ich liebe die Entwickler, weil es gibt. Ich hab schon 30 Millionen Mal gesagt, ich sag's 3 Millionen einmal. Das sind die besten Entwickler, die ich eigentlich kenne, weil es gibt keinen Entwickler, der sich, wenn er angesprochen wird, also angesprochen, auf einer Convention, dann zu dir sagt, ja, ich habe da einen Fehler gefunden oder einen Glitch oder sonst irgendwas, dann setzen sich die Nacht hin und der ist nächsten Tag weg. Es gibt keinen anderen Entwickler, der das macht. Das kannst du mir nicht verraten. Die anderen sagen, du wolltest ein Feature. Außerdem schmeißen die ihr ganzes Zeug, was sie, was weiß ich, Addons und was weiß ich nicht alles. Oder die haben auch, wie gesagt, Patches rausgebracht. Alles umsonst. Ist nicht selbstverständlich, in Gottes Willen. Ja, ich meine, das muss man erst nochmal kurzer ein bisschen thematisieren. Updates, ne, im Sinne von so 3 und 10 Gigabyte, ne, was andere Leute als Add-on raushauen würden, ne, als Free. Und DLCs, gut, das sind jetzt keine super großen Dinge, aber so Sachen wie Skins, neue den New Game Plus Modi und hast du nicht gesehen, ne? Das ist dann alles tatsächlich free. Als gratis DLC und so weiter und so fort. Das ist schon mehr als andere Entwickler machen würden. Die würden tatsächlich da 5 Euro oder 10 Euro verlangen. Wie gesagt, es gibt für mich wüsste persönlich keinen anderen Entwickler, der so viel Liebe und Leidenschaft in ein Spiel reinsetzt. Ja, ich meine schon in Witcher 1, ne? Und 2 haben sie die geilsten Story-DLCs, wirklich Story-DLCs, muss man sich vorstellen. Andere machen da 10 Euro Add-on für, ne? Und die haben das einfach mal kostenlos als Update rausgehauen. Story-DLCs. Also, ne? Das ist schon. Also, Witcher heftig. Wurde letztes Jahr auch über. Ich glaube, ein paar Millionen Mal verkauft. Kein Wunder. Ohne Scheiß. Also, es ist. Ich bin von Anfang an schon ein wahnsinnig großer Witcher-Fan, also wäre es immer noch nicht, es tut mir leid. Ja, vor allem finde ich halt auch ihre Download-Portal, gog.com, super gut. Nicht nur, dass sie halt immer geile, Events und Angebote da haben, sondern ja. Die hauen auch ganz gerne ihre Spiele gratis raus. Zum Beispiel Witcher 1. Nee, 2 habe ich komplett gratis bekommen. Das gab es komplett free. Und musst du dazu noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Wie gesagt, ich habe mir letztes. Das mache ich eigentlich selten. Ich habe mir die. Ich glaube, die Collector Edition geholt. Das mache ich ganz selten. Also besonders von solchen Spielen, die nicht aus dem japanischen Bereich kommen. Ganz, 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 ganz selten. Das letzte Mal, wo ich mir eine Collector Edition geholt habe, war von. Von. Sag schon. Ich komme nicht drauf. Ich wollte gerade sagen Dragon Quest, aber es ist es nicht. Dragon Quest? Genau, Dragon. Ja, ich weiß. Aber was mit Dragon? Also von daher. es war Dragon Age 1 und 2. 2 habe ich auch in der Collector Edition. Voll geil, was die da rausgehauen haben, ne? Für Christian eine Karte und ja, vor allem, weil die Karte auch richtig Hells so wie Original-Style so ausgefranst ist und so. Richtig. Richtig geil, ja. Mit Soundtrack und alles richtig, richtig gut. Wie gesagt, der Soundtrack von Witcher war zum Beispiel immer geil, der war schon immer super geil, aber besonders im dritten. Es haut dich weg. Es war so geil gemacht, dieser ganze Soundtrack ist. Nee. Super geil. Also wieder den immer noch nicht hab, ne? Also Leute, ich es tut mir leid, das ist eins der besten Soundtracks, den ich von kenne. Weil der ist richtig, richtig gut. Ist richtig schön atmosphärisch, das passt zum Spiel. Und ja, Leute, ich gebe es zu, ich bin momentan faul zu leveln, zu heilen. Aber hey, komm gut voran. Willst du denn auch The Witcher Let's Playen, wenn du schon davon so schwärmst? Es ist nur nicht im Plan so. Also ich bin, es gibt
Ich bin eigentlich ein Allrounder. Das Problem ist bei mir nur, dass ich wahnsinnig viel spiele, aber ich bin halt nur für den großen japanischen Raum gedacht und nicht für den anderen Raum. Also ich sag mal so, JRPGs wird. Sind schon ein Stück geiler, aber auch ein Stück geile West-RPGs, zum Beispiel Gothic oder Witcher. Aber ich bin auch mehr so ein Fan von JRPGs. Wie gesagt, ich finde Witcher mega geil, also das fand ich schon immer. Ich finde Geralt auch ist eine super geile Sau. Auf der einen Seite ist er halt. Oh, yeah. Ja, so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen trottelig halt, so ein bisschen. Na, ich kann es schlecht beschreiben. Er ist halt. Er ist halt sehr direkt. Er ist halt auch sarkastisch und er ist auf der. Ich will jetzt nicht sagen, auch, er ist nicht doof oder so. Er ist halt so ein bisschen. Na, zurückgeblieben hört sich auch ein bisschen doof an. Er ist halt direkt, sagen wir es mal so. Der beste Spruch ist immer noch so: Ich hab Scheiße in den Schuhen. Das ist geil, einfach nur. Drei besonders ist er halt so. Ja, ich weiß nicht, er will niemanden. Wie war man zum Beispiel. Ah, da ist er mal so komisch nach dem Motto: Ja! Ich schlafe zwar mit dir und alles, aber nö. Er ist halt so ein bisschen. Ich kann das schlecht beschreiben, das ist halt Geralt. Es ist, wenn man jetzt alle drei Spiele gesagt hat, kann man einfach nur sagen, es ist halt Geralt. Er ist halt so. Wie schon gesagt, er ist wahnsinnig direkt. Er sagt, was er denkt. Okay, es hängt von dir ab, was er jetzt. Du kannst natürlich nach wie vor vom ersten bis zum dritten sein, wie du möchtest. Du kannst natürlich so ein totaler Arschloch sein. Kommt nicht immer gut, das sage ich euch auf den Kopf zu. Also ihr könnt im ersten besonders kann es natürlich das Arschloch sein. Ob du deswegen großen Spaß daran hast, als Arschloch da rumzulaufen, ich weiß nicht. Ich hatte den Durchlauf auch schon, also mit das nicht großen Spaß gemacht. Also ich habe lieber Geralt gespielt, so wie er ist. Also er hat eine große Klappe, das stimmt auch, deswegen lieben mir Geralt eigentlich alle auch so. Weil wie gesagt, er hat eine große Klappe, er ist direkt und er ist einfach super cool. Und ja. Mehr lässt sich über ihn eigentlich nicht sagen. Achtung, ein Billigwitz. Habt ihr das gerallt? Ja, das ist genauso schlecht wie meine Witze davor auch. Ich muss natürlich gerade bringen, sorry. Irgendwie habe ich höre ich gar keinen Gegner, aber ich sehe ja keinen mehr. Aber man merkt, dass Geralt ein bisschen bodenständiger wirkt, weil im ersten alles. Alles, was nicht mal drei auf den Bäumen ist, liegt im Geralt im Bett oder sonst irgendwo. Ja komm, im zweiten hat er sein Gedächtnis verloren. Sonst kannst du ihm nicht vorwerfen. Oh, laufen die rum. Im zweiten. Er hat sein Gedächtnis verloren, das kannst du ihm nicht vorwerfen. Dann ist es so ein bisschen weniger. Er hat sein Gedächtnis verloren. Im ersten kriegst du ja wenigstens noch, ne? Karten und so, ne? Die finde ich super geil. Mega geil. Da gibt's auch das Kartenspiel, oder nicht? Was? Im dritten gab's noch das Kartenspiel. Nee, davon rede ich gerade. Ich rede gerade von den Damen. Ach so. Von denen wir Karten kriegen, wenn wir mit ihnen im Bett gelandet sind. Du meinst Landkarten, keine Spielkarten, oder? Nein, es gibt ganze. Sag mal, hast du es geguckt oder nicht? Ey, ich hab nur im zweiten gespielt, sorry. Achso, ja, im ersten kriegst du so wunderschöne, bemalte. Karten in schönen Posen von der Dame, die wir so beglückt haben. Ja, da war weil Quint ja nur im dritten Teil existiert, dass du diese Karten meintest oder so. Nein. Wie gesagt, ich hab mich wieder vorgeschlagen, damit ich alle Karten kriege. Das war mir wichtig. Nein. Auch geil, so weißt du, so, ja, lass uns schlafen, ich will deine Karte haben. Das heißt ja nicht mehr die Briefmarkensammlung, ne, sondern du willst Karten haben. Möchtest du mal meine Kartensammlung sehen? Na? Ja. Ja, wie alle schon flach hingelegt. Kartensammlung oder was? War schön. Ja, und im dritten, da kriegst du ja, wie viel hatte ich? Ja, da kannst du ja nur mit. 4 oder so. Höchstens 6. Also Geralt ist genügsam geworden. Er ist auch ein bisschen älter. Okay. Willst du. Geralt ist auch kein 50 mehr. Mhm.
möchtest du in deinem letzten Abschlusssatz noch eine Mitteilung auf den Weg geben? Ja. Guckt euch. Oder spielt Witcher. Spielt es noch besser. Spielt Witcher. Und wenn ihr von Witcher genug habt, dann spielt JRPGs. Das ist auch eine gute Idee. Gibt ihm nicht genug.